Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft, wo wir heute unsere Akazienholzfarm fertigstellen werden. Und vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um euch zu eröffnen, dass das Farmdesign von Gecko ist. Link wie immer unten in der Beschreibung. Nun, ich denke, der erste Schritt hier wird wieder ein paar Kisten sein, ein Sortierer, so dass wir unten durch die verschiedenen Holzsorten auch einsortieren können. Das Sammelbecken ist relativ einfach. Wir haben hier einfach einen Wasserstrom, der zu einer Hopperline führt. Und da haben wir dann ein paar Kisten für unser Holz. Die Filter muss ich noch einstellen, aber das sollte kein Problem sein. Dann hier auf diesem Obsidian-Block, da kommt dann das TNT zu ruhen, bevor es explodiert. Und wir haben hier etwas Obsidian, damit wir die Hopper da unten schützen vor der Explosion. Steine unter dem Wasser sind durchs Wasser geschützt. Nun, alles was jetzt aber noch fehlt, ist der TNT-Duper da oben. Und dann sind wir mit dem Projekt auch schon fertig. Die TNT-Duplikationsmaschine ist nun auch platziert und das Ganze wird aktiviert von da unten. Wie ihr vielleicht euch erinnern könnt, haben wir ja den Block da unten, den wir reinschieben, wenn wir die Maschine anschalten. Und das führt dazu, dass dieser Scaffolding-Turm dann nicht mehr hier an dem hängt, sondern selbstständig steht. Das wird hier detektiert und dann wird dieser Block rausgezogen und wir starten die Maschine, indem wir diese Hopper Clock anlocken. Und das ist eine, die hat 4 Items drin. Und jedes Mal, wenn wir hier ein Signal rausbekommen, wird ein TNT dupliziert. Ich habe den Minecart noch nicht platziert, denn es gibt immer ein paar, je nach Duplikationsmaschine ist es anders, wie man den Mechanismus zusammensetzt. Und der hier ist relativ einfach. Wir können den Minecart einfach hier von der Seite reinschieben und müssen nicht die Slime-Block-Konstruktion zusammenschieben, dass es klappt. Hier haben wir ein paar Glazed Terracotta-Steine. Die kleben nicht am Slime-Block. Und das TNT wird dann hier über den Coral rausgeschossen, landet hier im Wasser, schön aliniert, und dadurch wird das Ganze etwas verlangsamt, so dass wir zeitgenau eine Explosion haben, wenn das TNT da unten aufkommt. Nun, alles was es noch zu tun gibt, ist nun effektiv das in Minecart platzieren, den reinschieben, und das brauchen wir dann nicht mehr, und dann sind wir hier oben fertig und wir können nun effektiv mal ausprobieren, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben.
Dann wollen wir mal schauen. Ich habe hier etwas Bone Meal in die Kiste gelegt. Das heißt, sobald wir anschalten, sollten wir dann auch hier in unserem Drop-Atom Bone Meal haben. Und es ist immer eine gute Idee, das mal anschalten und dann schauen, ob die ganze Farm explodiert. Insbesondere wenn wir da schon Holz rausgeschoben hätten, wollen wir sicher sein, dass das Holz da zerlegt wird, bevor wir neues Holz rausschieben. Nicht, dass wir Probleme mit dem Push-Limit bekommen. Aber zumindest der Teil sieht gut aus. Dann, ja, hier sieht es auch so aus, als ob wir Bone Meal bekommen. Wird gebonemealt. Ja, gefällt mir. Das scheint zu funktionieren. Ich werde diese Farm nicht wirklich brauchen, um irgendwelches Holz zu farmen. Denn diese Farm ist nicht so schnell wie die andere. Das heißt, wenn wir einfach Holz brauchen für Kisten oder für was auch immer, dann ist wahrscheinlich die andere Farm geschickter. Aber wenn wir natürlich Akazienholz wollen oder dann später auch irgendwann Kirschblüten, dann ist es diese Farm, die wir hier bemühen werden. Und ich denke, ich werde hier ein bisschen Holz farmen, so dass ich etwas auf der Seite habe, wenn ich Akazien brauche. Und die Anzahl an Setzlinge in meiner Hand, die steigt auch kontinuierlich. Ich denke, wir machen noch ein Replay-Video. Wie die Farm funktioniert, damit ihr das auch von außen seht. Und damit verabschiede ich mich von euch für diese Folge. Wir haben unsere Akazienfarm gebaut und sie funktioniert. Sie produziert Akazienholz, das was wir wollten. Und in einer der nächsten Folgen werden wir sicher dazu kommen, hier noch eine Gebäudehülle drumrum zu machen. Also bis dann und tschüss!